I'm a G, but you knew this. Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute mal eine andere Kammerposition, nicht die ihr aus dem anderen Teilen von Call of Duty Facts kennt. Nein, ich machte mir heute mal diese Position, die ihr aus den anderen Videos auch kennt. Wieso also nicht? Soll uns aber gar nicht weiter stören. Heute gibt es wieder mal 5 schnelle Fakten über Call of Duty im Allgemeinen. Danke auf jeden Fall nochmal für das Feedback für die letzte Folge, die ist ja schon etwas länger her, aber dachte auf jeden Fall mal, die ist auf jeden Fall wieder mal dran. Dementsprechend freut auf jeden Fall, am Wochenende kommt die nächste Folge Road to Dark Matter. Ich habe die letzten Tage ein bisschen Probleme gehabt mit dem Spielen, grundsätzlich erstens keine Lust, das ist die eine Sache, aber das andere ist auch noch folgendes: ich habe ein Problem aktuell im Ellbogen, das heißt, ich kann den Controller irgendwie nicht wirklich halten, das heißt, ich kann da nicht schießen auf den Controller, wie auch immer, das heißt, ich konnte einfach nichts aufnehmen und es macht sich mit der Live-Serie immer ein bisschen schwierig, aber das soll nun mal dazu sein, warum diese Serie jetzt nicht gekommen ist. Mir geht es aber schon viel besser und darum soll es auch gar nicht gehen. Starten wir also rein in das Video. Fakt Nummer 5 ist grundsätzlich, dass Modern Warfare 3 das bestverkaufte Call of Duty aller Zeiten ist. Nämlich im ersten Monat hat dieses Spiel sagenumwobene 8,8 Millionen Titel verkauft. Danach kommt Call of Duty Black Ops und danach Call of Duty Black Ops 2. Beide jeweils 8 Millionen und dann 7,4 Millionen. Das heißt, die Zahlen gehen natürlich weiter nach unten. Call of Duty Ghost hat sich noch schlechter verkauft und die beiden Titel danach natürlich auch. Dementsprechend ist Call of Duty Modern Warfare 3 vielleicht, wie die meisten von euch gar nicht wissen, wirklich das bestverkaufteste Call of Duty im ersten Monat, was Activision jeweils auf den Markt gebracht hat. Und man muss natürlich dazu immer noch sagen, Call of Duty ist also immer noch das bestverkaufteste Shooter-Spiel überhaupt. Im Allgemeinen kann man sich das ja mal hochrechnen. Das sind extrem hohe Zahlen, die, wenn man jetzt nur den ersten Monat betrachtet, alleine schon über 20 Millionen für die drei Titel, die ich gerade genannt habe, und dementsprechend werden wir die nächsten Jahre auch noch weitere Call of Duty Teile haben. Der nächste Fakt geht auch wieder um Call of Duty Modern Warfare 3 und dementsprechend geht es um die Verkaufszahlen. Vergleicht man mal die Verkaufszahlen mit einem Film wie Avatar oder das Erwachen der Macht, hat Call of Duty in den ersten Tagen mehr Einspielergebnisse als der Film Avatar. Modern Warfare hat nämlich genaue 775 Millionen US-Dollar eingespielt. Avatar hat es in der Gesamtsumme auf 760 Millionen US-Dollar geschafft. Das heißt, Modern Warfare 3 hat sich besser verkauft in den ersten 5 Tagen als die gesamten Einspielergebnisse von Avatar in den USA, was natürlich eine extrem große Summe ist, wo man vergleicht, das eine ist eine Hollywood-Blockbuster-Produktion und das andere nur ein Spiel von Activision. Die einen und anderen sollte sicher bekannt sein, dass man relativ viel Call of Duty spielt, wenn man am Anfang ein neues Call of Duty in der Hand hat und dementsprechend auch viel Zeit damit verbringt. Die ganzen Prestiges, die man durchgeht, die ganzen Sachen, die man auch freispielen will, beispielsweise in Black Ops 3 wie Dark Matter, die Serie, wie gesagt, die am Wochenende kommen wird, als auch andere Dinge, die in Call of Duty erspielbar sind, kann man natürlich sagen, dass insgesamt die Spielzeit über 2000 Jahre kumuliert ist. Das heißt, in der Zeit, wo wir alle an den Konsolen sitzen und gespielt haben, ist die kumulierte Zeit aller Spiele auf der ganzen Welt zum Zeitpunkt von Black Ops 2 schon über die 2000er Marke gestiegen, was eine unfassbar große Zahl ist, wenn man sich mal bedenkt, dass es nur ein Spiel ist. Und hier trifft dieser Begriff auch wirklich mal zu. Kommen wir jetzt wieder zu einem Zahlenfakt, auch diesmal wieder natürlich, wie soll es anderes sein, ein Weirder Fact. Ein Vergleichsfakt: wenn man die ganze Zeit von Call of Duty, von dem ersten Teil bis zum Teil von Call of Duty Black Ops 2 zusammenrechnet, also in Spielstunden, sind das ungefähr 25 Milliarden Spielstunden. Das sind ungerechnet 2,8 Millionen Jahre. Wenn wir davon ausgehen, dass die Erde schon etwas länger existiert, aber nur wir Menschen seit ungefähr 6000 Jahren auf diesem Planeten existieren, ist die Spielzeit von Call of Duty um ein Vielfaches länger, als dass wir überhaupt auf dieser Erde existieren. Und das müsst ihr euch erstmal vorstellen. Es geht nicht. Ich kann es nicht. Wenn ihr es könnt, schreibt mir das mal ab in die Kommentare. Noch eine allerletzte Zahl und diesmal geht es um die insgesamten Matches, die gespielt worden sind. Wenn ihr euch mal vorstellt, dass ihr relativ viele Matches am Tag spielt oder grundsätzlich in der Woche, könnt ihr mal runterschreiben, ungefähr wie viel ungefähr ihr am Tag spielt. Wissen wahrscheinlich die meisten gar nicht. Wenn ihr euch mal vorstellt, dass dieses Spiel relativ oft gespielt wird, dann ist es natürlich auch klar, wie viele Matches gespielt werden. Das heißt, grundsätzlich alle Arten von Modi, die gespielt werden, von allen Arten von Spielern. Diese ganzen Spiele kommen insgesamt auf über 20 Milliarden Matches. Und was eine Zahl ist, die ich mir auch wieder nicht vorstellen kann, stellt euch das mal vor, das sind ungefähr 2000 Bugattis, wenn man davon ausgeht, dass eine Bugatti 1 Million Euro kostet.
Ich weiß nicht genau, ob ihr euch das vorstellen könnt. Ich kann es mir auf jeden Fall nicht. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich echt über eine Bewertung freuen. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare, welche Fakten ihr als nächstes sehen wollt. Einfach mal, wie gesagt, mit dem Hashtag, wie das letzte Mal auch schon. Dann gucke ich mir mal an. Der Kommentar natürlich mit den meisten Likes wird als nächstes genommen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Haut da rein, Jungs und Mädels. Ciao. Ayo, drop that shit.